jetzt bin ich in Sucre. Schon eine Nacht hier. Das war eine sehr witzige Aktion. Ich habe ein Hostel gebucht. Das Hostel gibt es nicht mehr. Ich hoffe ja nicht, dass die mir Geld von der Kreditkarte abziehen. Viel war es eh nicht. So, ja, jetzt kann man nicht hier durch die Stadt. Ich habe gerade mein Fahrrad weggebracht zur Reparatur. Jetzt ziehe mal eine komplett neue Frontbremse. Vielleicht mal mit 180er Scheibe, damit ich auch über den Lenker fliegen kann, wenn ich bremse. So, ja, jetzt dackel ich durch die Stadt. Und gucken ein bisschen rum. Verbringe die Zeit mit Essen, Bier trinken. Sehr schönes Hostel, ganz cooles Ding. Kann mein Zelt hinstellen. Und heute Nacht muss ich weil heute ist der Party, muss ich im Dorm pennen und morgen kann ich das Zelt wieder hinstellen. Es stehen drei Zelte. Alles lustige Leute da drinnen. Und das Bier ist billiger als im Supermarkt. Das ist echt der Hammer. Naja. So, ich gehe erstmal irgendwo was füttern. So, heute ist Abschlussparty im Hostel. Irgendwie Abschlussparty von der Berufsschule oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hauen sich alle schön gepflegt die Beine zu. Die Musik ist ein bisschen laut. Und nicht unbedingt meine Mucke. Aber ansonsten lustige Leute. So, nach zwei Tagen Alkoholmissbrauch machen wir einen Sprung. Bin gestern hier nach Potosi gefahren und warte jetzt, dass ich abgeholt werde. Und dann geht's in die Silberminen. Und heute Nachmittag fahre ich dann wieder zurück. Super. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Kleinbus bald kommt. So, erstmal ein bisschen Dynamit gekauft und ein bisschen Verstärker und Zünder für die Minenarbeiter, damit die rumballern können. Gibt's ja alles auf dem Markt. Und Coca. Nachdem wir die Aufbereitungsfirma besucht haben, haben wir jetzt mal einen Blick von oben auf Potosi und dann geht es da an den Berg rein. So, jetzt geht es in die erste Mine. Es wird dunkel. Peter, guarda a limusão. Bom. Bata a pitch aí. Minha vai, gente.
I could do dynamite to Dexit, he said. Can you see? Okay, now he need put the material in that direction. We continue, my friends. Come on, please, this way, okay? Mach gleich Bumm. Ja? Das ist ja ich. Komm mal hier, wo ist hier? Ja, ich suche ihn auch. So, Tour beendet. Big deal. War richtig gut. Guten Guide gehabt in Englisch. War richtig super. Eine Gruppe Englisch, eine Gruppe Spanisch. War fein. So, jetzt muss ich gucken, dass ich was esse und dann zum Terminal. Und wieder zurück nach Sucre. So, Mittagessen war ich, am Busbahnhof bin ich und mit dem Bus fahre ich jetzt zur Suche. Hier wird alle halbe Stunde einer von irgendeiner Gesellschaft. So, dann mal zu. Das dauert wieder 3,5-4 Stunden. Und dann ab ins Hostel, in mein Zelt. Noch ein Bier trinken. So, es wird Zeit, sich wieder zu bewegen. Ich verlasse den schönen Platz hier, war lustig. Und jetzt geht es Richtung Val Grande. La Higuera und dann Samapata. Das wird 2 Wochen dauern, bis ich in Samapata bin. Naja, auf geht's. Rock'n'Roll.